Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen auf dem letzten Planeten von Planet Base. Der ist ja noch offen. Wir haben ja aber auf dem Klasse D und auf dem Klasse F Planeten alles geschafft. Jetzt gucken wir auf dem Klasse M, das einen Mond darstellen soll in der Nähe eines Gasriesen. Mond eines Gasriesen ohne Atmosphäre, sehr anfällig für Meteore und Sonneneruption, unterstützt keine Windturbinen. Das bedeutet, wir können nur mit Licht arbeiten. Sandsturmrisiko zwar keins, aber dafür viele Sonneneruptionen und Meteorrisiko auch sehr hoch, also sehr hohes Risiko, getroffen zu werden. Ich guck mal, wo will ich denn landen? Macht eh, glaube ich, nicht viel her, wo ich mich jetzt hinsetze. Das Ganze nennen wir die Basis. Grab. Das Grab der ersten Kolonisten. Vor allem jetzt will ich das allererste Mal, dass ich auch auf dem Mond spiele. Deshalb kenne ich noch nicht, wie es aussehen wird. Aber schöne Kulisse. Ohne Atmosphäre kannst du natürlich direkt ins Weltall reingucken, vernünftig. Und dann können wir nämlich unseren schönen Gasriesen, um den wir uns drehen, permanent sehen. So, Errungenschaft Mondlandung erhalten. Und unsere ersten vier Siedler plus ein Transportbot kommen raus. Was mir aber auffällt, direkt, immerhin ist ja das Gebiet schön flach. So, start mal direkt mit dem Aufbau. Plus die Luftschleuse und hier vorne werden wir dann nachher ein Abbaugebiet hinbauen. So, was brauchen wir auch relativ früh? Natürlich erst ein Solarmodul. Mal ganz kurz gucken, wir haben ziemlich viele Ressourcen. Ne, wir haben eigentlich relativ wenig Ressourcen, aber ist schon okay. Ein Wasserextraktor brauchen wir einen kleinen. Und einen Energiekollektor, am besten auch einen größeren, damit wir über die Nacht kommen. Naja, jetzt haben die Strukturen Energie, weil wir haben auch die Solarzelle gebaut. Jetzt fehlt nur das Wasser. Und guck mal, da hinten die Sonne. Oder Mond oder was auch immer. So, dann geben wir die Kantine in Auftrag. Dann können wir gleich auch einen Tisch da setzen. Das war ein bisschen spät für die, für das Sammeln der Energie. Wir haben es gerade noch geschafft am Ende des ersten Tages. Ich dachte gerade schon, er sammelt auch nachts über. So, was wir hier auf jeden Fall brauchen, ist der Wasserspender. Wir brauchen einen Tisch und wir brauchen ein Nahrungsmittelherstellungsgerät. Jetzt haben wir noch 19 Bioplastik minus 9 Metall. Und klar, der Energiespeicher ist niedrig, weil gerade keine Energie produziert wird. Jetzt holen sie sich das erste Essen mal ab. Ah ne, die bauen, holen den Kram, um hier aufzubauen. Multidrom brauchen wir auch noch nicht. Was wir brauchen, ist jetzt ein Biodrom gleich. Damit wir ein paar Nahrungsmittel kriegen. Und die Mine müssen wir bauen.
Nur das wird jetzt gerade ein bisschen schwierig. Dafür muss ich erst eine Platte bauen. Oder wir machen es noch anders. Jetzt haben wir das Biodom da gebaut und auf der anderen Seite können wir die Schlafkapsel bauen. Weil irgendwann müssen die sich ja auch mal zum Bett ruhen. So, der Wasserspender steht schon mal, also können die auch trinken. Energiespeicher ist zwar kritisch, aber es wird ja wohl noch den Rest der Nacht jetzt halten. Mal eben alles andere deaktivieren, dann verbraucht man nur noch viel Energie. So, die Sonne geht auf. Irgendwo. So, Überleben erreicht, weil wir eine Nacht geschafft haben. Ist jetzt noch die beiden. Erstmal machen wir alles mit Nahrungsmitteln und Stärkeproduktion. So, die Energiezelle füllt sich auf. Gut, gut, gut. Da holen wir jetzt unseren Stahl her. Brauchen wir noch die Aufbereitungsanlage. Dann haben wir nämlich effektiv fast alles, was man so benötigt. Um im Weltall zu überleben. Ja, sie sind im Moment sehr müde. Aber wenn die zwei Betten stehen, können die alle auch schlafen. Sehr gut, die bauen jetzt die Betten auf. Hoffe ich jedenfalls. Müssen sie auf jeden Fall, sonst wird das hier nichts mehr. Oh, natürlich baut er jetzt erstmal den Mist auf. Shit. Scheiße. Ah, ich wollte ihn erst morgen recyceln. Jetzt habe ich mich selbst getötet. Ah, ich hätte aus Klonischiff recyceln können. Ich soll olle Salami. Egal, der Strom kommt. Also es wird mich nicht töten. So, dann kriegen wir noch ein bisschen Stahl aus dem Klonischiff raus. Ich hoffe, die sterben nicht an Müdigkeit.
Vor allem kann es sein, dass wir keinen Biologen haben auf der Basis. Doch, aber er hat immer Besseres zu tun, als zu arbeiten. Genau, geht mal bitte schlafen. Währenddessen kümmere ich mich auch noch um den, beziehungsweise ihr kümmert euch nachher um den Landeplatz. Das Einzige, was hier passieren kann, was wirklich schlimm ist, ist, dass dass ein Meteorit in die Schlafkammer reinfällt und alle sterben. Ja, Tag ist vorbei, der ist nicht repariert, die stehen gleich alle auf. Weil Strukturen haben keine Energie mehr. Jetzt auch nicht, ihr arbeitet nicht, weil ihr keinen Spaß habt. Oh, jetzt wird der eine auch noch durstig. Ah, die können nicht arbeiten, weil die Luftschleuse ja nicht geht, so. Echt doofer Start. Vor allem sehr unnötig, so doof gelaufen. Der Sauerstoff fällt. Sie stehen schon bereit, endlich trinken zu können. So, Energie ist da. Ich weiß, ihr seid schon wieder müde. Aber macht eure Arbeit oder was auch immer. Den Kram vergesst mal eben kurz. Baut erstmal hier unten die wichtigen Sachen. Oh, jetzt wollen die erstmal essen. Leute, irgendwann ist der Tag auch einfach wieder rum, ne? Boah, jetzt gehen die wieder schlafen. Dann wachen die nachts wieder auf. Dann sind die ganze Nacht wieder wach und können doch nichts machen. Beweg dich, raus, raus, raus! Nein, du scheiß Biologe, was soll das? Ja, er schafft's doch rechtzeitig raus. Er wird auf jeden Fall lange draußen bleiben, weil er nicht wieder zurück rein kann. So, alles deaktivieren. Nur Sauerstoff behalten wir. Und halt die Luftschleuse, dass sie wieder rein können. Sehr gut, der Landeplatz vorgebaut, dann können wir auch Siedler zulassen und Händler. Das war's erstmal mit der Energie.
Ich weiß, unsere Essensvorräte gering sind. Immerhin kümmert sich der Biologe mal endlich um die Pflanzen. Wie lange ist die Nacht noch? Nacht ist vorbei. Gut, jetzt läuft mal wieder ein ganz normaler Tag. Verbrauch. Neun Stahl und 10 Bioplastik. Autarkie erreicht. Nein, autark sind wir jetzt. Was eigentlich bedeutet, wir können jetzt unsere Rohstoffe mehr oder weniger selbst herstellen. Ich weiß nicht, ob es vom Strom reichen wird jetzt gleich für nachts. 7000 plus. Ein Handelsschiff ist gekommen. Wir haben aber eigentlich nichts zu verkaufen. Ersatzteile würde ich jetzt nicht verkaufen. Arzneimittel könnte ich mich drauf einlassen. Ich glaube, die Pflanzen hatten das erste Mal einen Ertrag. Weil ich brauche Mahlzeiten, sonst verhungern mir die Leute. So, Kontrollzentrum gekauft, auch erstmal wichtig, auch wenn ich noch nichts reinbaue, aber ich kann Alarmzustände geben. Also, wenn Solareruptionen sind etc., kann ich den Leuten sagen, geht mal besser nicht raus ohne UV-Schutz. So, 2000 Energie schon verbraucht. Sieht schlecht aus, so die ganze Nacht zu überstehen. So, dann baue ich hier noch ein Solarmodul. Ich aktiviere wieder alles. Können nicht glücklich werden beim Reden oder sowas, dass sie sagen, Hi Joe, Hi Typ. So, jetzt soll es auch von der Energie wieder besser reichen, so dass wir den vernünftig auffüllen können bis 12.500. Wir haben unser erstes Erz produziert. Den löse ich mal auf, da machen wir lieber was anderes hin. Das gute Kartoffelfeld. Die beiden lassen wir noch in Ruhe. Thank you.
Vor allem geil, es soll so viele Sonneneruptionen hier geben. Und bis jetzt gab es noch keine einzige.